19.55 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Lagerhalle alarmiert. Bei Eintreffen stellte sich dem ersten Löschzug also eine brennende Lagerhalle dar. Anfangs wurde eine Person vermisst. Personensuche hat keine Ergebnisse gebracht, wurde dann auch eingestellt, weil die Lagerhalle dann durchgezündet hat. Wurde in rascher Folge 4., 5., 6. Alarm ausgelöst, war dann die höchste Alarmstufe seit letztes Jahr August. Wir haben insgesamt in der Spitzenphase 245 Einsatzkräfte hier vor Ort gehabt.